Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wieder da und ich habe viele, viele Schätze hier für euch, denn wir haben es alle mitbekommen, der Herbst ist da. Und eigentlich ist schon Weihnachten, aber eigentlich haben wir noch Herbst und wir spielen das Herbstthema noch einen Moment durch, bis die Blätter vor meinem Baum verschwunden sind. Ich habe heute für euch meine Drogeriefavoriten für den Herbst. Ich habe nicht unbedingt neue Produkte hier, außer ich glaube eins, aber Produkte, die ihr immer noch kaufen könnt. Viele von euch werden die Produkte auch wahrscheinlich schon zu Hause haben. Und ich weiß, ihr liebt es, wenn ich euch Produkte zeige oder immer wieder zeige, die ihr schon zu Hause habt oder die ihr auch mal so kaufen könnt und die nicht 75 Euro für eine Palette sind. Freunde! Ich bin da, es ist recht früh, aber ich weiß nicht, was los war. Der Urlaub tat richtig gut, obwohl ihr es wahrscheinlich bei Instagram mitbekommen habt, dass er sehr, 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 sehr aufregend war. Mit das Schiff kann nicht anlegen, weil Sturm und was weiß ich. Aber mir geht es gut und das ist etwas, was ich euch so ein bisschen ans Herz legen möchte. Ich weiß, ich bin absolut nicht die richtige Person dafür, aber wenn ihr könnt, nehmt euch vielleicht mal ein, zwei Tage raus und macht das, worauf ihr Lust habt. Das tat sehr, sehr gut. Jetzt geht es für uns aber wieder los, denn der Restock steht an. Ich habe eben gerade geguckt, heute ist Montag. Angeblich sollen die Schwämme morgen sogar schon ankommen. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben, dass der Transport so schnell ging. Aber ihr werdet zeitnah bei Instagram informiert darüber, falls der Restock da ist. Freunde, wir starten mit dem ersten Produkt. Und das ist recht neu. Das habe ich neu bekommen. Das ist von Mixer. Ihr kennt die vielleicht. Das ist eine Hautpflege-Brand. Die hat vor allen Dingen Bodylotions. Wundervolle Bodylotions, also wirklich mit die besten Cremes in der Drogerie meiner Meinung nach, sind ein Stückchen teurer, aber im Vergleich zu 1,99 Balea, Isana, irgendwas, sind die halt wirklich, wirklich gut. Die ziehen ein und ihr habt danach ein ganz, ganz tolles Hautpflegegefühl. Das ist eine Panthenol Comfort Sofortpflegecreme mit 5% Panthenol. Und bei mir ist es im Herbst so, dass ich sehr trockene Stellen bekomme. Vor allen Dingen an den Stellen, wo ich mich rasiere oder wo ich mal so einen Pickel habe. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt. Hier ist wie so ein Pickel mal. Ich kriege das Ding nicht weg. Ich habe mir jetzt ein neues Gerät gekauft. Freunde, ich habe ein kleines, muss ich euch erzählen, passt gar nicht dazu jetzt gerade, aber ich muss es euch erzählen, weil ich euch fragen möchte, ob ihr darauf Lust habt. Ihr kennt mich, ich habe einen Knall, was Tools angeht. Mein Gua Sha Stein, der ist ja noch sehr casual. Ich habe mir aber ein Gerät gekauft mit Strom. So fantastisch gut. Habe ich jetzt übers Wochenende die ganze Zeit benutzt und liebe das. Ich teste das noch ein bisschen weiter. Habt ihr Lust darauf, dass ich die verrücktesten Skincare-Tools benutze und euch vorstelle? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Die Creme. Ihr seht sofort, das ist eine super pflegende Creme. Ihr könnt es wahrscheinlich sogar an meinen Händen erkennen. Sehr, sehr speckig schon, aber ich habe das Gefühl, dass die sehr gut als Primer funktioniert. Die hat kein Silikon mit drin, glaube ich. Die hat so einen schönen, leichten, pflegenden Film auf der Haut und gibt der Haut diese Bewegung. Ich mag das sehr, sehr gerne und die Haut sieht frisch und ja, saftig aus. Olivenöl mehr Haut. Das ist genau das, was ich liebe. Könnt ihr euch wirklich mal anprobieren. Ich benutze sie auch sehr, sehr gerne für die Hände oder für die Füße. Multi-Talent Creme lieben wir. Freunde, spart euer Geld. Kauft euch ein Produkt, womit ihr mehrere Sachen machen könnt. Das ist das, was ich immer sage. Eine Lidschattenpalette, mit der ihr auch Blush machen könnt. Oder eine Blushpalette, mit der ihr auch Lidschattenpaletten machen könnt. Save your coin. Weihnachten steht vor der Tür. Als Foundation benutze ich die L'Oreal Infallible Freshwear Foundation. Eine meiner absoluten Lieblingsfoundations aus der Drogerie. Liegt, glaube ich, so bei 11, 12 Euro. Ich teste gerade eine neue von Trini London. Passt jetzt aber nicht so in den Drogeriebereich rein. Die Foundation kennt ihr, trage ich schnell auf, muss ich nicht viel zu sagen, Freunde. Wunder, wunderschön. Und vor allen Dingen auch in Kombination mit dieser Creme von Mixer sieht die noch ein bisschen frischer aus. Ganz, ganz wichtig bei der Creme, wenn ihr ölige Haut habt, wird das nicht sein. Vor allen Dingen nicht in Kombination mit Make-up, als Gesichtscreme oder als Handcreme wahrscheinlich sogar sehr, sehr gut. Aber nicht als Gesichtscreme-Primer, denn dafür ist sie einfach zu speckig. Ihr seht die Bewegung auf meiner Haut. Bei mir funktioniert es recht gut, weil ich einfach recht trockene Haut habe im Moment. Heizung ist endlich an, aber auch in Kombination mit diesen Foundations oder mit sehr... Doch, wartet mal.
Wenn ihr eine Foundation habt, die euch ein bisschen zu trocken ist im Moment, könnte das sogar ganz gut funktionieren. Probiert's mal aus. Okay, ich habe tatsächlich nur 1,5 Umstöße von der Foundation gebraucht. Jetzt, Freunde, muss ich euch was zeigen. Ich weiß nicht, warum ich euch das hier noch nicht gezeigt habe. Vielleicht habt ihr es gesehen, ich war auf dem Rossmann-Kanal und habe die Rival Loves Me-Neuheiten vorgestellt. Rival Loves Me hat ja einen ganz, ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Die haben jetzt einmal einen Concealer rausgebracht. Und ich habe so viele Nachrichten dazu bekommen, dass ich den unbedingt testen soll. Dabei hatte ich den schon im Juni, glaube ich, getestet und habe ihn dadurch natürlich so ein bisschen in den Hintergrund gestellt, weil ich ihn ja euch noch nicht zeigen durfte. Der ist ja jetzt erst vor ein paar Tagen rausgekommen. Das ist der Skin Optimizer Under Eye Concealer und der hat eine Deckkraft, die in der Drogerie meiner Meinung nach desgleichen sucht. Die Farben sehen, ganz, ganz wichtig, in den Verpackungen alle gleich aus. Ich habe sie geswatcht auf dem Rossmann-Video. Die haben definitiv Unterschiede, von hell bis immer noch hell, aber nicht ganz so hell. Und ich habe hier die 3 und ich gebe mir den jetzt mal hier mit drauf. Der hat eine so krasse Deckkraft, das ist unglaublich. Einige hatten von euch sogar geschrieben, dass er den Tarte Shape Tape abgelöst hat. Die passen, die Nuancen passen auch perfekt zu der Skin Optimizer Foundation, wenn ihr die schon habt. Also die sind dann angepasst daran. Ich hält die Foundation so ein bisschen auf damit, dass sich das so ein bisschen besser anpasst. Ganz, ganz fantastischer Concealer. Super günstig, super hohe Deckkraft. Ja, einfach schön auf der Haut. Also der liegt auf der Haut wie, ist es ein Full-Coverage-Concealer? Gar keine Frage. Aber der ist ähnlich von der Textur her wie der Tarte Shape Tape Ultra Creamy Concealer. Sehr, sehr weich, sehr, sehr cremig. Ich lasse den einen Moment antrocknen, weil er recht flüssig ist. Und dann gehe ich mit meinem Mikrofasertool rüber. Ich habe hier das Sample. Die anderen sind gerade alle in der Wäsche. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ich habe tausende Schwämme mit zwischendrin hier gehabt. Und habe mir ein Set rausgenommen, damit ich euch das meiste geben kann. Jetzt kommt die Nachlieferung und dann habe ich dann auch mehr als das Sample. Ich gehe damit einfach hier erstmal über die Nase und blende das aus und dann gehe ich hier über die Stelle und ihr seht sofort, der trocknet recht schnell an, aber dadurch, dass ich ihn ein Momentchen auf meiner Haut sitzen lassen habe, erhöht sich die Deckkraft natürlich noch ein Stückchen und ihr habt einfach das smoothste, das weicheste Finish unter den Augen für, was kostet der, 3 Euro? Probiert's aus. Wenn ihr recht hell seid, geht mal in die Drogerie zu Rossmann, da findet ihr den und swatcht wirklich alle 4 Farben, dass ihr den richtigen Ton findet, weil sie haben auch alle unterschiedliche Untertöne. Manche sind ein bisschen gelber, manche sind sehr, sehr neutral. Ihr habt einfach einen so weichen Under-Eye. Der läuft nicht in die Fältchen, wenn ihr ihn vernünftig settet. Ich sette jetzt gerade, glaube ich, erstmal noch nicht. Und wenn ihr ihn settet, dann läuft da auch nichts in die Fältchen. Also das ist wirklich, wirklich verrückt. Hm, welchen Pinsel benutze ich denn hier? Ich habe gerade so ein bisschen, ich arbeite gerade an einem Pinselset und ich muss immer jetzt so ein bisschen gucken. Ich nehme einfach jetzt hier mein loses Puder und gehe hier nur ganz leicht rein. Das ist, hört ihr das? Das ist von Essence, glaube ich. Nee, Catrice Highlighter Brush. Bei irgendeiner LE. So, einfach hier nur so ein bisschen rein und dann ist das weich. Das ist, also wirklich, ich habe mich echt geärgert, als mir die Zuschauerin geschrieben hat, dass ich den mal testen soll, weil ich ihn vergessen habe, weil ich ihn ja nicht zeigen durfte. Und jetzt blieben wir. Weiter geht es mit einem Bronzer, der ist von Essence. Das ist der Sun Club Natural Glow Bronzer. Da benutze ich nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Das ist mir sonst zu viel, vor allem ich habe ja die Base nicht so richtig gesettet, damit ihr das alles sehen könnt. Ich stempel mir einfach nur so ein bisschen hier auf die höchsten Punkte. Schöner Bronzer, also ganz ehrlich, bei Bronzer mittlerweile in der Drogerie, Catrice, Sunlover, Essence, Natural Glow, Maybelline hat sogar einen sehr, 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 sehr guten, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es Maybelline war, der City Bronzer, glaube ich. Aber wir machen heute so ein, was ist mit meinen Haaren los? Dann gehe ich einfach hier so ein bisschen rüber, nur so einen leichten Hauch von Bronzer. Ich finde, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, verändert sich bei euch im Herbst so ein bisschen euer Make-up-Empfinden, was ihr mögt und was ihr nicht mögt? Bei mir ist das ganz, ganz krass, weil im Sommer, wenn es richtig heiß ist und je nachdem, wo ihr wohnt, wenn ihr in der Stadt wohnt, da ist es ja meistens noch ein Stückchen heißer als auf dem Land oder wenn ich in den Wald gehe beispielsweise. Und da trage ich, es war das erste Jahr, wo es mir wirklich so richtig bewusst geworden ist, weniger Make-up und vor allen Dingen nicht so deckend. Jetzt ist aber genau die Maxim Giacomo Jahreszeit.
Full Coverage. Dicke Schichten, dicke Schichten, dicke Schichten, immer mehr. Puder, Foundation, Concealer. Aber der Bronzer, der ist bei mir im Herbst tatsächlich ein bisschen softer, weil ich finde, dass ein Bronzer ist so ein Sommerprodukt. Aber ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Dafür ist jetzt aber genau die Blushzeit. Und da habe ich zwei mitgebracht, weil ich die so toll finde und ich konnte mich nicht entscheiden. Einmal hier von Doja Cat, die Flora-Palette. Das ist halt eine ganz, ganz tolle herbstliche Farbanordnung, aber auch von Max Factor, der Cream Puff Blush Matte in Cheeky Coral. Ich glaube, ich mische so ein bisschen. Ich gehe erst mit dem dunkleren hier. Ganz vorsichtig, Freunde, der hat so viel Bums. Nehme mir auch hier auf die Hand. Und dann fokussiere ich mir den hier außen so ein bisschen hin. Und ihr seht sofort so einen super, super blushy Effekt. Ich hole euch da ein Stückchen heran, dass ihr die Base sehen könnt. Und dann gehe ich in die Flora Palette. Die ist, stimmt tatsächlich, mir ist es dann auch aufgefallen, als ich das Video zu Doja Cat gemacht habe. Ich verlinke euch das mal hier in der Ecke. Dass die Preise von den Sachen, ich schaue mir die Preise meistens nach dem Drehen an, wenn ich sie in das Video mit reinschneide, extrem hoch waren. Also 16 Euro für eine 4er Lidschattenpalette. Boys and girls, don't try me. Die Palette ist ja immer noch gut, aber wenn ich was esse und der Burger kostet einmal 4 Euro und einmal 8 Euro und beide schmecken gleich, der für 4 Euro schmeckt mir aber trotzdem ein bisschen besser. Wisst ihr so ein bisschen, was ich meine? Und das ist halt das Problem. Ich benutze hier übrigens von Catrice aus der Clean ID den Pure Eyebrow Pencil. Im Moment, ich habe ein Augenbrauenserum getestet, Freunde. Ich teste es weiter. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber seht ihr hier vorne die Haare? Das ist crazy. So könnt ihr meine Haut auch nochmal von Namen sehen. Also die Foundation wirklich ist super schön und auch der Concealer. Ihr habt gesehen, ich habe kaum Puder benutzt. Ich habe nicht mal gebaked. Ich gehe jetzt hier nochmal mit meinem Microfiber-Tool unten lang so ein bisschen und dann habt ihr eine wunderschöne Base. Ich möchte ein bisschen was auf die Augen geben und ihr kennt meinen Classic Augenlook und dafür habe ich die Essence The Nude Edition Palette. Eine sehr, sehr langweilige Palette, aber drei Farben davon. Ich nehme einen fluffigen Pinsel und gehe in diese Farbe hier rein. Die hat echt Bums, also seid vorsichtig. Die gebe ich mich hier in meine Lidfalte. Ihr könntet auch den Bronzer nehmen. Der ist mir aber ein Stückchen zu warm. Also ich probiere im Herbst auch so ein bisschen kühler zu sein. Ihr könnt damit auch recht kühle Looks machen. Ihr habt da zum Beispiel so einen Grauton. Ich finde, einige Farben davon kann man nicht benutzen, es sei denn, du hast wirklich Hautfarbenpapier. Aber die ist so wunderschön und auch die ist recht günstig. Ich glaube, die kostet auch 3 Euro oder so. Und dafür ist sie wirklich, wirklich gut. Eine ganz, ganz schöne Basic-Palette, die so ein schönen Touch an Farbe nur hinterlässt. Schaut mal, sofort Farbe auf dem Auge. Ich nehme mir jetzt einen ganz, 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 ganz kleinen Brush, gehe hier rein und nur ganz leicht in das dunkle Braun für hier unten. Das Schöne bei diesen Classic Looks ist, dass ihr nicht so ordentlich arbeiten müsst. Ne? Also es reicht, wenn ihr so eine ganz, ganz kleine, zarte Schicht an Produkt am Auge habt. Ihr seht, ich gehe nur ganz leicht hier unten lang und habe einfach was recht Süßes und Simples auf den Augen. Und dann nehme ich meinen Finger und gehe in diesen Goldton. Der ist so cremig. Einfach hier rüber. Manchmal gibt es so Tage, ich gehe noch ein bisschen hier rein. Manchmal gibt es so Tage, da habe ich einfach gar keinen Bock, hier oben Ewigkeiten zu sitzen und einen Look zu schminken. Aber so ein bisschen was auf den Augen macht das ganze Make-up doch nochmal so ein Stückchen frischer und ein Stückchen wertiger. Bisschen Lippenhighlight. Und damit, mit so einer ganz, ganz basic Palette, da muss ich nicht viel überlegen. Da gibt es auch nicht viele Farben, die ich benutzen kann. Aber sie sind trotzdem sehr, 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 sehr gut. Ich nehme nochmal den kleinen Pinsel hier und gehe hier in den hellen Ton. Inner Corner ein bisschen. Browbone Highlight habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Macht ihr noch Browbone Highlights? Wo ist denn meine Mascara? Wo bist du? Don't be suspicious. Don't be suspicious. Ich finde meine Mascara nicht, die ich eigentlich benutzen wollte. Die braune. Ärgerlich. Na gut, Sky High Mascara da. Ja. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe euch doch vor ein paar Wochen erzählt, dass ich das Ding aufgebraucht habe. Ich habe es ausgespült, ich habe es ausgekocht und bin dann mit der braunen Mascara, also mit dem Bürstchen in die braune Mascara gegangen und habe jetzt die Sky High Mascara in braun, also das Bürstchen. Und das ist so schön. Ich gehe ja immer nur in einer Schicht lang. Also
Wenn ich mehr als eine Schicht mache, dann sehe ich aus wie eine Fliege und als hätte sich eine Fliege hierauf gesetzt. In Braun, aber mit dem Sky High Bürstchen. Ich liebe das Bürstchen. Auch für die Lippen habe ich zwei sehr schlichte Produkte mitgebracht, aber so ein bisschen was Herbstliches. Ich habe hier einen Lippenstift von Catrice. Das ist der Full Satin Nude in der Farbe 20. Der ist recht hell. Ich glaube, der hat jetzt einfach nur eine andere Verpackung bekommen. Einfach für so ein bisschen Farbe. Sieht jetzt verrückt aus, aber dafür habe ich mir extra einen Lipgloss mitgenommen. Und die besten, wirklich mit die besten Lipglosse aus der Drogerie sind von Essence, die Shine, Shine, Shine Wet Look Lipglosse. Und ich habe den hier in der Farbe Peaches and Cream. Das ist so ein super, super schönes Orange. Und den rübergegeben. Der belebt dieses, das ist ja so ein richtig totes Nude, ne? So richtig so. Aber mit so einer schönen, frischen Farbe drüber habt ihr einfach nochmal ein ganz, ganz anderes Ergebnis. Und das, Freunde, ist mein super, super günstiger tatsächlich Herbstlook. Recht schlicht, recht simpel für jeden Tag mit sehr soliden Produkten, auf die ich mich tagtäglich verlassen kann. Ihr kennt mit Sicherheit einige schon. Ich bin ganz fasziniert von dieser Lippenkombi, weil sie einfach so, als hättet ihr so ein bisschen an einem Pfirsich gerade geknabbert und dann ein bisschen Zuckerwatte gegessen. So sieht das aus. Auch auf den Augen sehr simpel, aber trotzdem, man sieht, man hat sich hingesetzt und man hat sich ein bisschen fertig gemacht und man sieht nicht aus wie, man möchte eigentlich den ganzen Tag nur unter der Kuscheldecke sitzen und Kürbissuppe essen. Habe ich nämlich heute, mache ich gleich. Freunde, ich hoffe, der Look gefällt euch. Ich bin gespannt, was eure Herbstfavoriten aus der Drogerie sind. Ich hoffe, dass ein Paket heute ankommt, damit ich gleich noch was anderes drehen kann. Freunde, wir sehen uns ganz bald wieder. Habt einen zauberhaften Tag.